So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich erziele eine Eliminierung mit einem Sturmgewehr, einer Schrotflinte und einem Scharfschützengewehr. Also jeweils ein Kill mit jeder Waffe und schon hat man auch die Aufgabe geschafft. Ist eigentlich ziemlich simpel, aber ich zeige euch einfach das Ganze, weil ich denke mal, die meisten werden wahrscheinlich wieder Probleme haben mit dem Scharfschützengewehr, wie auch ich natürlich. Man macht halt nicht so viele Kills mit der Sniper an sich, aber wo kann man das besser machen als in Gruppenkeile? Gruppenkeile gibt es derzeit aber nicht, sondern NFL Rumble. Bedeutet einfach nur, der Skin ändert sich, ansonsten ist alles gleich wie sonst auch immer. So, dann kurze Info für alle. Wie gesagt, das Gewinnspiel läuft immer noch, was den legendären Skin betrifft. Einfach in der Videobeschreibung vorbeigucken oder oben rechts auf der Infokarte oder eben ganz am Ende am Video, wenn ihr soweit kommt, einfach das Video angucken, die Teilnahmebedingungen erfüllen, beziehungsweise einfach das machen, was im Video gesagt wird, und schon könnt ihr einen legendären Skin gewinnen. Also, und wenn ihr natürlich Hilfe von mir bekommen habt, schon anhand von Videos, dann lasst doch gerne ein Abo da, lasst ein Like da, kommt einfach mal in den Stream rein, macht bei unseren Custom Games mit, etc. pp. Und ich würde mich halt natürlich wirklich sehr darüber freuen. So, jetzt gucken wir erstmal, wo landen alle, weil ich versuche natürlich da zu landen, wo nicht gerade jeder landet. Deshalb gucke ich gerade mal, wo die meisten rausspringen. Die meisten sollt ihr. Weil dann gehe ich nämlich wo ganz anders hin. Ah, gefühlt geht da gar keiner hin. So mache ich das nämlich immer in Gruppenkeile. Gehe nämlich dann immer dahin, wo keiner hingeht. Weil so hat man einfach den meisten Loot, kann in Ruhe alles looten und ruckzuck wieder in die Zone abhauen. So, hier den Kleider mal ein bisschen früher anziehen. Ich würde sagen, geht überhaupt einer mit? Ne, der zieht auch durch. Also haben wir komplett Wading Woods, ne, Weeping Woods für uns. So, dann fangen wir nämlich schon mal an mit der ersten Kiste. Wie gesagt, Sturmgewehr. Warte, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Sturmgewehr war es. Sturmgewehr, Schrotflinte und Scharfschützengewehr. So, Sturmgewehr haben wir schon mal. Das Problem ist oft dann, dass ich keine Sniper finde. Aber bis jetzt habe ich gefühlt immer einen gefunden. So, dann gehen wir mal direkt. Ah, da haben wir schon die Pump. Ich sage ja, das Schwierigste ist echt, die Sniper zu finden. Aber ich bin einfach mal guter Hoffnung. So, und wie gesagt, einfach da hier diesen Modus nehmen ist einfach das Simpelste. Warum? Weil du immer wieder ruckzuck respawnen kannst. Es stehen viele rum, es sind viele am Snipen. Also ich habe es eben schon gemerkt in den anderen Runden. Es wird gesniped ohne Ende. Das heißt, die Leute stehen einfach random rum und versuchen ihre Snipe-Kills zu machen. Wenn du natürlich einen dabei erwischst, direkt hingehen, Kill abgreifen, Feierabend. So, ich denke mal, dass ich dir eigentlich schon mit den Infos sehr gut weiterhelfen konnte. Wie gesagt, gern Abo da lassen, Like da lassen. Ihr kennt das Spiel ja. So, wir gehen natürlich jetzt hier weiter auf Suche. Ist natürlich jetzt hier nicht so ganz so einfach, weil Sniper ist halt wirklich Glückssache. Und das Problem ist, die Zone, obwohl die geht eigentlich noch. Weil Blue Life brauchen wir uns jetzt auch nicht unbedingt da reinziehen. Kann hier nicht einfach einen rumliegen? Wäre eigentlich nicht schlecht. Ja, Fisch, toll. Hier liegt auch keiner. Gucken wir mal, ob oben eine ist. War das eine? Nee. Auch nicht. Ach, wo sind denn hier die ganzen Kisten? Ich sehe nur Kistenanzeige und sehe keine Kiste. Hier ist auch definitiv eine immer. Hier unten sind noch die zwei Kisten immer drin, meine ich. Ja. Keine Sniper, man kennt's. Keine Sniper, man kennt's. Voll, warte mal, die ist. Ach, das ist der Automat. Oh, die Automaten, die sind auch anders nervig, ey. Aha, ich wusste doch, irgendwann habe ich das Glück und habe eine. So, gerade umbauen und dann würde ich sagen, direkt schon ab in die Zone. Ganz simpel, weil wir haben eigentlich unseren Loot. 61 Munition mit der Sniper. Weil, wie gesagt, ich vermute einfach, dass die meisten wirklich an der Sniper-Aufgabe hängen. Weil es einfach logischerweise mit das Schwerste ist.
Schaden machen ist eine Sache, aber den Kill machen ist natürlich wieder noch eine andere. So, dann erstmal Schleuderaffe, Gruß geht raus an dich. Erstmal danke für deine ganzen Kommentare. Aber behalte deine intimen Dinge für dich. Nein, Quatsch, ich weiß natürlich genau, was du meintest. Aber wir kennen es ja von unseren Livestreams, manchmal läuft eine Runde gut und dann läuft einfach gar nichts. Und eben hatten wir irgendwie beides. Erst lief gar nichts, dann lief alles und dann lief wieder gar nichts. So, wir bauen uns hier erstmal Richtung Zone. Metz kriegen wir schon noch genug, nehme ich mal an. Ich bin echt mal gespannt, wie weit ich noch komme mit dem Level. Also ich denke mal so bis 350 ist so ein realistisches Ziel in meinen Augen. Also jetzt noch 44 Level, noch ein paar Prestigeaufgaben eventuell schaffen. Und dann dürfte das Ganze eigentlich gar kein Problem sein. So, hier haben wir natürlich nichts, wo wir uns irgendwo ein bisschen Loot holen können. An dem Baum will ich natürlich nicht zurück. Ah, Loot. Ah, da wird schon geschossen. Da haben wir schon mal den 105er Hit. Schmeckt. Komm, wo zeigst du dich? Natürlich jetzt auch, dass ich hier zwei Gegner habe. Nein. Das ist, wenn man gar kein Blue Life hat. Das ist nämlich dann der Fehler. Hätte ich mal doch ein bisschen besser ein bisschen was mitgeholt. Das ist kein Gegner. Ah, da hinten turnt noch einer rum. Aber ich denke mal, wenn jeder mal gestorben ist, irgendwann hören die Leute nämlich auf. Das war zu spät. Ah, der ist weg. Ah, jetzt auf Krampf natürlich einen zu finden, der einfach nur rumsteht. Am besten ist natürlich. Er geht den Schritt auf Seite. Das ist doch nicht wahr. Drei Gegner. Er hat auch 105 Leben. Das ist doch nicht wahr. Drei Leute und alle bauen sich da so schwul ein. Warum fresse ich immer den Kill? Das kann doch nicht sein. Mann, 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 Mann. Toll, jetzt ist hier keiner. Den Mega-Kill werde ich wahrscheinlich eh nicht machen. Och Mann, das ist doch nicht wahr, ey. Ich werde hier dauernd weggeholt mit der Sniper und hole selber keinen weg. Das war's ja an der Stelle mal komplett hier. Rennt da noch einer rum. Das ist von 3, 4 Hits gemacht und natürlich alle mit Blue Life voll. Ja, dann holen wir den aus der Luft weg. Die schwierigste Aufgabe machen wir natürlich. Ihr hört schon, hier wird nur gesniped. Ja, was soll ich denn bei diesen Lags machen? Also Leute, echt. Aber Sniper haben wir jetzt schon hinter uns. Jetzt wird das Ganze natürlich wieder ein bisschen einfacher. Muss er dann die Wand setzen und es laggt schon wieder wie noch was. Da muss man ruhig bleiben. Fortnite ist nur ein Spiel. Klar, mit 22 FPS wird das Ganze natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ja, das hier. Leute, ey, das hier kann doch nicht sein, ey, oder?
Ich will da hochspringen, Airbomb. Och man, diese Lags, ey. Ich krieg den Kill geklaut. Mann, 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 Mann. Merkt man mir an, dass ich schlecht gelaunt bin gerade. Guck doch mal, wie soll ich denn so schießen? Es. Also Leute, echt. Aha. Der Kill wurde mir dann auch endlich mal gewährt. So, jetzt brauche ich nur noch diesen einen Kill mit der Pump. Neuner Hit, man kennt. Natürlich keine Munition mehr. Mann, ey, Schwitzer hoch 8. So, jetzt aber. So, Aufgabe geschafft. Erstmal danke für alle, die noch so lange da geblieben sind. Aber ihr seht ja in einer Runde easy machbar. Und in dem Sinne auch an euch. Haut rein.